Einen guten Abend. Ich hoffe, Sie hören mich. Als Leiterin von Kunstsammlung und Archiv der Universität für angewandte Kunst darf ich Sie herzlich begrüßen. Zur Kunstsammlung gehört auch das Oskar-Kokoschka-Zentrum. Kunstsammlung und Archiv sind ein lebendiges Kraftfeld an der Angewandten. Neben dem Kokoschka-Zentrum gehören dazu die Sammlung Kunst, Architektur und Design, die Sammlung Mode und Textil, das Universitätsarchiv und die Viktor Papanek Foundation. Sie finden uns alle nach einem Umzug jetzt gemeinsam in der Postgasse Nummer 6. Zudem haben wir seit 2005 ein Schaudepot bei HSA Service, für das wir Gerald Bast immer danken, der sich aber leider heute Abend entschuldigen lässt und den Dank nicht hat. Durch das Erarbeiten von Ausstellungen, Publikationen, Kooperationen, Lehrveranstaltungen, Führungen und die Zusammenarbeit mit Studierenden sowie die Bereitstellung von Leihgaben, die Vernetzung mit internationalen Forscherinnen, die Erarbeitung einer Online-Datenbank und eben die Zusammenarbeit mit den Studierenden und Lehrenden tragen wir zu einem vielseitigen und inspirierenden Austausch an der Universität bei. Einen aktuellen Einblick dazu vermittelt unsere neue Homepage, die im September, relaunched wurde. Und ein aktueller Account auf Instagram, den wir sehr empfehlen. Da ist auch eine Ankündigung der heutigen Veranstaltung. Die Kunstsammlung der Angewandten, die erst in den 1980er Jahren gegründet wurde, stellt eine Besonderheit dar. Sie ist geprägt durch den quasi archäologischen Ansatz Oswald Oberhubers, der seit den 1970er Jahren und durch seine Tätigkeit als Ausstellungsmacher in der Galerie Next St. Stephan gemeinsam mit Erika Patka eine andere Geschichte der österreichischen Moderne erzählen wollte. Mit über 65.000 Werken beinhaltet die Sammlung auch zahlreiche, lange marginalisierte, vergessene Positionen von Künstlerinnen, die durch den Zivilisationsbruch des NS-Regimes Leben, Stellung, Arbeitsmöglichkeit, Werke und Bekanntheit verloren haben. Dieser andere politische und umwertende Blick auf die Geschichte österreichischer Kunst und ihre wichtigen Protagonistinnen spiegelt sich auch in der Auseinandersetzung mit Oskar Kokoschka wider, die seit den 1980er Jahren aufgenommen wurde. Sie wurde 1986 durch den Erwerb der vielfältigen Quellensammlung von Graf Petussi Huck auf eine wissenschaftliche Basis gestellt und mündete 1996 dank einer großzügigen Schenkung von der Witwe Olda Kokoschka in das heutige Oskar-Kokoschka-Zentrum. Natürlich darf über Oskar Kokoschka nur Vorteilhaftes gesagt werden. So lautet der Titel eines Vortrags von Bernadette Reinhold von 2016, in Anführungszeichen. Womit ich schon bei der Vorstellung von Bernadette Reinhold bin, die seit 2008 Leiterin des Oskar-Kokoschka-Zentrums ist. Bernadette Reinhold studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Geschichte an der Universität Wien. Sie wirkte im Bundesdenkmalamt sowie in der Kommission für Provenienzforschung und ist seit 2011 Mitorganisatorin des Arbeitskreis Österreichische Architektur. Als umtriebige und versierte Forscherin, Lehrende und Networkerin bereichert sie unser Institut durch zahlreiche Forschungsschwerpunkte. Dazu gehören Kunst der Moderne, Biografieforschung, darunter Architektinnenbiografien als Schwerpunkt, Architektur und Städtebau sowie Kulturpolitik in Österreich. 2017 promovierte sie über Kokoschka. Sie ist Autorin unzähliger Texte und wichtiger Publikationen. Zuletzt erschien der Sammelband Margarete Schütte-Lihotzky, Architektur, Politik, Geschlecht, dem auch eine internationale Tagung vorausgegangen war. Das aktuelle Buch, das heute vorgestellt wird, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Und hiermit möchte ich das Wort gerne an Bernadette übergeben. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für diese herzliche Begrüßung. Danke, Cosima Rainer. Am 27. Februar letzten Jahres fand hier auf der Angewandten genau 3 Stockwerke unter uns eine große international besetzte Kokoschka-Tagung statt. Und heute, etwas mehr als 1,5 Jahre später, dürfen wir mit großer Freude unsere in vieler Hinsicht reiche Publikation präsentieren. Die Freude ist groß, weil vor allem für uns zwei und für unsere Autoren und Autorinnen eine spannende, aber auch sehr intensive Arbeit hinter uns liegt.
Die Freude ist aber auch groß, weil in den letzten anderthalb Jahren für uns alle durch die Pandemie, denke ich, unser Leben sich sehr verändert hat. Und so möchte ich Sie ganz herzlich hier vor Ort begrüßen auf der Angewandten. Ich freue mich, dass wir das auch können und dürfen. Und einige von Ihnen, euch, sind auch extra von sehr weit hier angereist, etwa Günter Berghaus, einer unserer Autoren, ist heute um 4 in der Früh aus Köln hat er seinen Tag begonnen. Du solltest ursprünglich einen Vortrag auf unserer Tagung halten, musstest dann aber kurzfristig absagen, weil du bei einer Konferenz in Oberitalien warst, das zu dem Zeitpunkt damals schon als heißes Risikogebiet eingestuft war. Nun, es sind aber auch andere Autorinnen anwesend. Birgit Kirchmeier ist aus Linz gekommen, Barbara Lesak ist da und natürlich meine Mitherausgeberin Regine Bonfoy, die auch, glaube ich, um 5 in der Früh aus der Schweiz heute sich auf den Weg gemacht hat. Ich möchte auch alle begrüßen, die via Livestream uns folgen. Darunter sind auch etliche Autorinnen und Autoren, unter anderem auch aus Paris, aus der Schweiz und aus den USA und die vielen anderen virtuellen Gäste, unter anderem weiß ich aus Spanien, aus Israel und von wo auch immer, a very warm welcome. So, na warum eine Kokoschka-Tagung und warum auch das Buch? Zunächst war 2020 der 40. Todestag Kokoschkas und heuer 2021 feiern wir mit unserem Buch das 25-jährige Jubiläum, also ein schon ausgewachsener Teenager des Oskar-Kokoschka-Zentrums. Cosima Rainer hat es ja erwähnt, sozusagen auch so ein bisschen die Genese des Zentrums. Kokoschka, es wissen natürlich alle, die hier zuhören, wurde 1886 in Pöchlern geboren, hat hier auf der Angewandten, der Vorgängerinstitution der KK Kunstgewerbeschule studiert und auch gelehrt und bevor er, wie wir wissen, sehr viele verschiedene Lebensstationen nahm. Er wäre fast Rektor geworden oder er hat sich zumindest um diese Funktion bemüht, 1933-34. Und auch wenn sein Verhältnis zu Österreich, zu Wien und speziell zur Wiener Kunstszene, sagen wir mal diplomatisch formuliert, sehr ambivalent war, seine Beziehung zur Angewandten war zeitlebens sehr eng. Und wir haben es eben gehört, auch nach seinem Tod 1980 war der Kontakt über seine Frau Olda auf jeden Fall sehr wohlwollend immer gegeben. Und Olda verdanken wir auch den Grundstein, würde ich sagen, zum Kokoschka-Zentrum. Sie hat die Angewandte als eine der Nachfolgeinstitutionen rund um Kokoschka eingesetzt. Dazu zählen, ich möchte sie kurz noch nennen, die Fondation Oskar Kokoschka in Vevey in der Schweiz, wo er ja ab 1953 lebte, die Zentralbibliothek Zürich, wo der schriftliche Nachlass liegt mit mehr als 30.000 Briefen und Manuskripten und last but not least die Oskar-Kokoschka-Dokumentation in Pöchlern. Sie ist die älteste im Bunde und feiert bald ihren 50. Geburtstag. Ein herzliches Willkommen virtuell und analog allen Kolleginnen und Kollegen von den Kokoschka-Schwesterinstitutionen und insbesondere der Oskar-Kokoschka-Dokumentation, wo ich die Vorsitzende Helene Bergner und auch andere Vorstandsmitglieder ganz herzlich begrüßen darf. Nun, das Kokoschka-Zentrum selbst verfügt, es ist schon ein bisschen angeklungen, natürlich über Kunstbestände Kokoschkas, also des Künstlers, vor allem über den gesamten Bibliotheks- und Fotonachlass. Wir treten oft als Leihgeber für heimische, aber auch internationale Ausstellungen auf. Wir kuratieren Ausstellungen, unter anderem eben alljährlich die Sonderausstellungen im Kokoschka-Haus in Pöchlern. Ich kann schon sagen, Sie sehen überall die Plakate von der Ausstellung. Es findet kommenden Sonntag, wenn Sie nicht genug bekommen von Kokoschka, die Finissage statt. Und wir sind in der Lehre, in der Vermittlung tätig. Vor allem aber versteht sich das Kokoschka-Zentrum als zentrales und vielfältig aktives Forschungseinrichtung hier an der Angewandten. Und an dieser Stelle möchte ich mich, auch wenn er nicht persönlich anwesend ist, ganz herzlich bei Rektor Gerald Bast bedanken, der von Anfang an diese Tagung und auch die Publikation unterstützt hat. Diese Dinge sind, wie Sie wissen, ja auch immer mit Kosten verbunden. Und extra erwähnt sei, dass dieses Buch auch zweisprachig erschienen ist, was vor allem für die internationale Vernetzung und die Rezeption, wir wissen, das ist jetzt eigentlich fast ein Must-Have, unglaublich wichtig ist. Also mein Dank auch in das Vertrauen in dieses große Projekt.
Mein Dank gilt insbesondere Cosima Reiner, unserer Leiterin des Instituts Kunstsammlung und Archiv, dem Overhead-Institut, sie hat es erwähnt, über dem Kokoschka-Zentrum oder hinter, über, rundherum. Und danke nochmal für deine einleitenden Worte jetzt zur Begrüßung und vor allem das immer offene und die wohlwollende Unterstützung und auch den produktiven Freiraum, den wir hier haben, den es braucht und den es gibt und auch dein Interesse. Ja, aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, wie wir wissen, und ein Jubiläum oder gar ein Älterwerden allein ist noch kein Anlassfall. Und darum möchte ich auch noch kurz etwas zur Motivation unserer Tagung und natürlich unseres Buches, dem Hauptdarsteller unseres Abends heute, was sagen. Also die Sache liegt an sich, in sich selbst begründet. Das Kokoschka-Zentrum versteht sich, wie gesagt, als Forschungsinstitution, wo die Vielfalt der Zugänge und der Forschungsansätze zu und rund um Kokoschka omnipräsent sind. Allein in den fast 14 Jahren, die ich im Kokoschka-Zentrum arbeite, als Leiterin, hat sich eine Fülle an Forschungsfragen und an neuen methodischen Herangehensweisen inzwischen aufgetan. Und es gibt auch vieles spannendes neues Material zu entdecken. Kaufen Sie unser Buch, lesen Sie unser Buch, schenken Sie es weiter, dann werden Sie das auch mit uns entdecken. Und schon bei der Eröffnung des Kokoschka-Zentrums hat der damalige Gründungsleiter, mein Vorvorgänger Patrick Werkner, der heute leider nicht da sein kann, zumindest nicht hier analog, einen Sammelband herausgegeben, der den Untertitel Aktuelle Perspektiven trug. Und wir haben uns hier ein bisschen eine Anleihe genommen, aber nach einem Vierteljahrhundert kann man tatsächlich wirklich sagen, es ist allerhöchste Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen und das neue, durchaus auch kritisch differenzierte Blickachsen sich öffnen auf diesen Künstler. Nun, mit Kokoschka sind die Ansätze, ist die Ausgangsbasis denkbar breit. Wir alle wissen es, Kokoschka als Multitalent, als bildender Künstler, Schriftsteller, Dramatiker, Bühnenbildner, Regisseur, ein großer Name der Kunstgeschichte, ein Radikaler, einer, der zum Who is Who der Kunst- und Kultur-, Geistesgeschichte der Moderne zählt, ein politischer Künstler, einer, dessen Kunst von den Nazis als entartet diffamiert wurde, ein Unbeugsamer, aber auch einer, der Teil des Establishments wurde und wie der österreichische Literat und Kunsthändler Wolfgang Fischer es einmal in Anlehnung an Ibsen formuliert, auch eine Stütze der Gesellschaft. So ist es naheliegend, dass wir bei der Tagung und einmal mehr bei unserem Buch viele Disziplinen vertreten haben, von der Kunst- und Kulturgeschichte, der Zeitgeschichte, der Provenienzforschung, den Literatur- und Theaterwissenschaften, den Gender Studies bis hin zur Biografieforschung. Ein großes wunderbares Projekt und für mich mit einer kongenialen Partnerin, meiner Mitherausgeberin und langjährigen Kokoschka-Schwester Regine Monfort. Sie ist Professorin für Kunstgeschichte und Museologie an der Universität Neuchâtel in der Schweiz und sie war auch lange Konservatrice der Fondation Oskar Kokoschka. Mein ganz großer Dank an dich für all unsere Tiefen und Abenteuer, die wir hier gemeinsam vorher und auch mit dem Buch und der Tagung und so weiter hatten. Unser großer Dank natürlich auch unseren wunderbaren Autoren und Autorinnen, auf deren Beiträge wir noch näher eingehen werden. Und wie schon bei der Konferenz, so auch bei dem Buch, waren viele Köpfe, Hände und auch Herzen mitbeteiligt. Mein großer Dank gilt insbesondere dir, Roswitha Janowski-Fritsch, die das Publikationsmanagement von Seiten der Edition Angewandte so großartig übernommen hat und auch heute Abend noch voll im Einsatz sein wird. Mein Dank auch an Anja Seibenbusch von der Publikationsabteilung der Angewandten und Katharina Holas vom De Gruyter Verlag, dem Superteam, das neben unseren Autorinnen im wahrsten Sinne des Wortes zu Werke kam, kann ich nur sagen, danke für euren unglaublich tollen und professionellen Einsatz, 100% plus. Danke Paulus Dreipols, unserem absoluten Spitzengrafiker, für dieses nicht nur kluge, umfassende, sondern auch wunderschöne und ich finde auch taktil so schöne Buch, das auch noch handlich geworden ist, trotz Zweisprachigkeit. Danke an Fanny Esterhazy, die auch heute da ist, für das umsichtige deutsche Lektorat, die wunderbaren Übersetzungen ins Englische von Mark Wilsch und Belinda Zauner für das englische Lektorat.
Mein Dank gilt auch den Kolleginnen von Kunstsammlung Archiv und vor allem meiner Bettina Buchendorfer im Kokoschka-Zentrum, die stets da war und auch immer ist. Dank auch den Kolleginnen von den diversen Institutionen und an der Angewandten für heute Abend, speziell Gabi Bichler und Jakob Siegel, der den Livestream ermöglicht, und auch dem Kollegen hinter der Kamera. Nun möchte ich endlich zum Buch zu sprechen kommen. Regine Bonfoy und ich werden im Wechsel die verschiedenen Kapitel und Beiträge kurz vorstellen. Und es freut mich sehr, dass wir da dazwischen auch immer wieder Kokoschka zu Wort kommen lassen. Und so freut es mich, dass ich jetzt schon Ines Frieda Försterling vorstellen darf, die uns aus teils unveröffentlichten Texten und Briefen die Thematik ganz unmittelbar nahebringen wird. Jetzt haben wir schon die erste Folie. Nun, das erste Kapitel ist Kokoschka und seinem politischen Engagement von den 1930er Jahren bis in die Nachkriegszeit gewidmet. Und der erste Beitrag, den ich vorstellen möchte, ist von Ines Rotermund-Renard, die deutsch-französische Kunsthistorikerin, lehrt an der Sorbonne in Paris und ist an vielen deutschen und Schweizer Universitäten tätig. Sie ist eine international bekannte Expertin für Exil- und Provenienzforschung und in wichtigen Entschädigungskommissionen tätig, speziell in Frankreich, und exzellente Kennerin des französischen Kunstmarktes während der deutschen Besatzungszeit. Ihr Aufsatz beleuchtet eines der wohl finstersten Kapitel der jüngeren Kunst- und Zeitgeschichte und zeigt gleichzeitig, wie sich die Netzwerke des Widerstands trotz der Diaspora über ganz Europa und auch darüber hinaus erstreckten. Im Zentrum dieser steht eine Trias ihres Beitrags. Es ist zunächst Kokoschka, einer der, wie wir wissen, prominentesten modernen Künstler, dessen Werk, ich habe es vorhin erwähnt, von den Nazis entartet, diffamiert wurde. Er lebte ab Herbst 1934 in Prag, wo inzwischen auch viele deutsche Exilanten und Exilantinnen lebten. Der zweite im Bunde ist Paul Westhem, den wir hier in einer Lithografie Kokoschka sehen. Er war zweifellos einer der bedeutendsten Kunstpublizisten Deutschlands. Er war Herausgeber des einflussreichen Kunstblattes und er hatte schon 1918 die erste Kokoschka-Monographie verfasst. Also er war Kokoschka wirklich von Anfang an sehr verbunden. Er war 1933 nach Paris geflüchtet, wo er weiterhin Kritiken schrieb und ausführlich auch gegen und vor allem auch über die nationalsozialistische Kulturpolitik schrieb. Und Rotermund-Renard hat im sogenannten Moskauer Sonderarchiv des russischen staatlichen Militärarchivs umfangreiche Bestände zu Westhem. Also das ist eine doppelte Beschlagnahmung, zuerst aus Paris nach der Besatzungszeit und dann noch aus Deutschland nach Moskau. Bestände zu Westhem gefunden und dadurch wissen wir auch, warum er so genaue Kenntnis der deutschen Situation hatte, obwohl er eigentlich in Paris war, und zwar die dritte im Bunde ist, und wir sehen hier eine Fotografie von ihr, die deutsche Kunsthistorikerin Charlotte Weidler, eine ganz enge Vertraute. Sie hatte in Wien promoviert, hat auch am Bauhaus für Gropius gearbeitet, war Vertreterin der deutschen Sektion ab 1924 des amerikanischen Carnegie Instituts, die in den USA Ausstellungen veranstaltet haben. Und gemeinsam mit und vor allem auch für Westhem, der nach der Invasion der Deutschen in Paris nach Mexiko auf abenteuerlichem Weg geflüchtet war, rettete sie gefährdetes Kunstgut und machte sich nicht zuletzt auch für Kokoschka stark. Ich möchte nicht, wie man auf Neudeutsch sagt, hier allzu stark spoilern. Rotermund-Renards Beitrag bietet neben einer sehr hohen Informationsdichte und vielen ganz rezenten Forschungsergebnissen seiner Brisanz auch Spannung, fast wie in einem Kunstkrimi. Nun, wie eng der Personen- und Aktionskreis oder die Kreise ineinander übergingen, zeigt der nächste Aufsatz von Luzi Wasensteiner. Die englische Juristin und Kunsthistorikerin ist Direktorin der Max-Liebermann-Villa in Berlin, Wannsee, war lange in der Provenienzforschung tätig und ist auch an deutschen Universitäten lehrend tätig gewesen. Durch die Forschungen über die Hetscher entartete Kunst, die um ca. 1990 einsetzte, wissen wir einiges.
Es gab auch ein großes deutsches Forschungsprojekt, wie viele unter uns wissen. Und darüber wissen wir, dass über 600 Werke Kokoschkas allein aus öffentlichen deutschen Museen entfernt wurden. Wasensteins Beitrag untersucht hingegen die Antwort, wie sie schreibt, auf die FEME schauen, nämlich die Ausstellung 20th Century German Art, die in London im Sommer 1938 gezeigt wurde. Sie war ursprünglich als Protestschau geplant von zwei Kunsthändlerinnen, darunter die Schweizerin Irmgard Buchhardt. Im Mai 1938 hatte, wie Kokoschka in einem Brief schrieb, hatte Wien, Zitat, wieder einmal die Palme davon getragen. Die Gestapo hatte ein frühes Gemälde von ihm, Robert Freund, von 1909 brutal zerschnitten. Es wurde bald außer Landes gebracht und sollte Teil oder wurde Teil der Anti-Nazi-Propaganda gegen die barbarische Kunstpolitik des Nazi-Regimes. Am hier gezeigten Zeitungsartikel sieht man Buchhardt mit dem Bild. Westheim, von dem wir gerade vorhin gehört haben, war ebenfalls als Experte aufgrund seiner ausgezeichneten Verbindungen anfangs in diesem Ausstellungskomitee. Er hatte Kokoschka zur Teilnahme überredet und auch mit einem Selbstbildnis sollte er vertreten sein, das dann später den Untertitel als Selbstbildnis als entarteter Künstler bekannt werden sollte. Doch Westheim distanzierte sich bald, da die Zielrichtung zunehmend unpolitisch definiert wurde. Man merkt es auch an dem Ausstellungstitel, der zunächst Band Art heißen wollte, und es gab auch ziemlich üble antisemitische Untergriffe, aber das können Sie alles nachlesen. Wasensteiner analysiert die eminente Bedeutung Kokoschkas in dieser Schau, den auch sehr großen Publikumserfolg und die Resonanz in den Medien. Also ein ganz wichtiger Beitrag für die Provenienzforschung, aber auch mit sehr neuen Perspektiven auf die entartete Kunst und ihre Rezeption, vor allem auch Deutschlands. Dann haben wir einen Vortrag von meiner Mitstreiterin, der Künstler als Augenöffner, ein ganz spezieller Titel, Comenius als pädagogische und autobiografische Identifikationsfigur, lautet der Titel von Regine Bonnefoy's Aufsatz. Sie untersucht Kokoschkas jahrzehntelange und sich wandelnde Beschäftigung mit Comenius auf Tschechisch Komensky. Der progressive mährische Pädagoge des 17. Jahrhunderts war für ihn eine Art alter Ego und diente ihm zur Legitimation eigener pazifistischer, politischer, aber auch kunstpädagogischer und kunsttheoretischer Anliegen. Kokoschka hatte, ich habe es erwähnt, an der Kunstgewerbeschule hier studiert, zunächst Kunsterziehung. Er war hier auch mit Franz Žižek, einem Pionier der Kunstpädagogik und seiner Jugendkunstklasse, in Berührung gekommen. Und man kann sagen, dass Kokoschka eigentlich einen großen Teil seines Lebens als Lehrer tätig war. Er hatte von seinem Vater als kleiner Bub Comenius Bilderenzyklopädie für Kinder von 1658, den Orbis Sensualium Pictus, bekommen, nichts weniger als ein Bildwörter-Welterklärungsbuch in Deutsch und Latein. Das Sehen als Grundlage des Einsehens, des Verstehens, als zentrales Lern- und Welterfassungswerkzeug war Kokoschka aus der Lehre Komenskys heraus zeitlebens wichtig, und es führte letztlich auch, wie wir wissen, zum Namen und zum Motto seiner Schule des Sehens, der Internationalen Sommerakademie, die er 1953 in Salzburg begründet hat und die es ja bis heute auch sehr erfolgreich gibt. Von Comenius auf die Ebene der Schule übertragen, sollte man keinen Trichter am Kopf ansetzen, sondern ein selbstbestimmtes, im wahrsten Sinne des Wortes anschauliches Lernen und Erfassen fördern, das war das Ziel. Also immer noch unglaublich aktuell. Und es geht aber darüber hinaus, wie Regine Bonnefoy, an einer Reihe von Autoren, die Kokoschka neben Comenius las, auch um die Erziehung der Sinne. Dabei erweist sich der Künstler als zentrale Figur, als Augenöffner. Und daher kommt auch diese ganz spezielle, Bezeichnung im Titel, als Augenöffner für die Vorgänge in der Welt, also in einem Verständnis im sehr viel weiteren Sinne. Comenius war aber auch politischer Leitstern für Kokoschka. Er hatte sich ab den frühen 1930er Jahren, also Kokoschka natürlich, intensiv mit Erziehung als politisches, pazifistisches Instrument beschäftigt.
und etwa eine supranationale Volksschule gefordert bei Vorträgen, auf Kongressen, bei Briefen an Politikern und so weiter. 1934 war er eben nach Prag gegangen und begann dort bald darauf auch den tschechoslowakischen Staatspräsidenten Masaryk zu porträtieren. Sie sehen das Bild hier, er malte es in einer Art Doppelporträt mit Comenius und mit seiner Schrift Via Lucis. Eine genaue Deutung können Sie ebenfalls dann in Ihrem sehr dichten und immer noch super lesbaren Aufsatz nachlesen. Und Kokoschka hatte auch ein Theaterstück über Comenius geschrieben, das er zeitpolitisch öfters aktualisierte. Wir wissen, Kokoschka war einer, der seine Arbeiten immer und immer wieder überarbeitet hatte, vor allem seine schriftlichen Arbeiten oder seine dramatisch-schriftstellerischen Arbeiten. Wie der Titel schon sagt, hatte sich Kokoschka mit Comenius identifiziert, der wie er selbst aus politischen Gründen nur eben nach den Religionskriegen, wir wissen, der 30-jährige Krieg und seine Folgen im 17. Jahrhundert nach England begeben hatte oder fliehen musste. Und Kokoschka sagte noch hochbetagt über Comenius, ich darf Regime von Frau hier in ihren Aufsatz zitieren, I have the same life. Nach diesem ersten Einblicken möchten wir nun Kokoschka selbst zu Wort kommen lassen. Und so bitte ich nun dich, Ines Frieda Försterling, um Hörproben aus Kokoschkas politischen Überlegungen. Aus einem offenen Brief für Max Liebermann, Paris, Mai 1933. Bei allen Bindungen an ein Volksganzes darf die Wurzel nicht verdorren, welche Nahrung und Kraft aus dem ewig Menschlichen holt, damit sie unseren Wuchs und unsere Krone bedinge. Vergessen wir doch nicht, dass alle Vaterländer im Schoße der Allmutter Erde verwurzelt sind. Freudenfeuer und nicht Scheiterhaufen seien dieser göttlichen Mutter, der die Ehre, die Rebe und die Rose geweiht sind, angezündet. Im September 1936 hält Kokoschka als Vertreter der Tschechoslowakischen Union für Recht und Freiheit eine Rede auf dem Brüsseler Friedenskongress. Seit die menschliche Gesellschaft alle schöpferische Gestaltungskraft verloren hat, seit sie in Barbarei versinkt und glaubt, im Kriege den einzigen Ausweg aus dem Chaos zu sehen, kann nur die vernunftsmäßige Ausbildung, die Erziehung der fünf Sinne des Menschen, das verlorene natürliche Talent der Beobachtung ihm wiedergeben und die Möglichkeit, diese seine Beobachtungen rational zu verwerten. Dies wird den Menschen instand setzen, wieder mit einer vernünftigen Konzeption zu arbeiten, einem Plan angemessen, der sein eigenes Glück fördert und zugleich das des größeren sozialen Organismus der Menschheit. Die Schule hat zum Frieden zu erziehen. Religionskriege, Rassenkriege, Staats- und Nationalkriege sind niemals Volkskriege gewesen, sondern Kriege der Kabinette und der sie konstituierenden, am Kriege interessierten Machtgruppen, die im Volk nicht verwurzelt sind. Mögen die Kirchen, die zum Teil abseits von dem Brüsseler Kongress stehen und dem Völkerbund in Genf misstrauen, beitragen, indem sie den evangelischen Frieden predigen, in einer Auslegung, die ganz klar und unzweideutig feststellt, dass du sollst nicht töten bedeutet, du sollst nicht töten. Möge der Priester der Lehre Christi beitragen zu der Sache des Friedens, indem er den Mord in jeglicher Form verurteilt, laut dem Auftrag des Evangeliums. Möchten die Kirchen in den Ländern, wo Religion unter offiziellem Schutz steht, ihren Einfluss auf die entsprechenden Regierungen nützen und die Menschheit im Genusse des erhabensten Privilegs, die Sache des Friedens als eigene und besondere zu verwalten, retten. Ein Evangelium, das älter ist als jenes der christlichen Liebe, das Evangelium der Mutterliebe, bewege die Mütter der Menschheit, eine Abstimmung zu fordern über die Frage der internationalen Durchführung der Abrüstung der Kinder. Es ist längst Sache der Frauen, von der Schule die vernunftsmäßige Erziehung der Kinder zu fordern, weil sie und nicht die Männer die Kinder zur Welt bringen. Für ein geeintes Europa. In einer Festschrift, die 1942 anlässlich des 300. Jahrestags der Ankunft des Comenius in England erschien, schrieb Kokoschka: Die moderne industrielle Zivilisation erfordert, dass Menschen aller Nationen, Völker und Hautfarben lernen, zusammen zu leben und zu arbeiten, weil sie ansonsten untergehen. Staatsgrenzen sind Anomalien geworden in einem Zeitalter, in dem ein Flugzeug den Atlantik zwischen dem Frühstück und dem Abendessen überquert. Kokoschkas Reaktion auf die Ermordung Gandhis.
In einem Brief an Ernst Pisk vom 13. März 1948 bekundet Kokoschka, wie sehr er Gandhi bewunderte, dessen Porträt er malen wollte. Ich hätte sie gerne in Shanghai besucht, war nahe daran, denn ich sollte den größten, bedürfnislosesten Menschen seit Christus, Gandhi, malen. Ich hatte ihn immer bewundert als das größte Beispiel des Humanismus und vor kurzem erreichte mich seine Einladung. Da musste den ehrwürdigen Greis, der die Liebe gegen den Weltenhass als einziger gepredigt hatte, die Kugel des mechanisierten Vieh treffen, in welchem sich unsere technische Zivilisation so grauenerregend selber parodiert hat. Ich weinte den ganzen Tag und verlor mehr oder weniger den Mut, meine schwache Stimme länger gegen dieses schamlose Zeitalter zu erheben. Mit dieser wunderschönen Lesung von Ines Frieda Försterling wurden wir schon in eine Thematik von Kokoschka eingeführt, seine Forderung von Frauenrechten, das Frauenwahlrecht. Und daher möchte ich auch fortfahren mit zwei Beiträgen, die sich mit Gender, Sexualität, Emanzipation auseinandersetzen. Zuerst Katharina Prager. Sie ist Historikerin und Kulturwissenschaftlerin. Seit 2020 ist sie an der Wien-Bibliothek im Rathaus für digitale Forschung zuständig. Ihr Beitrag zu unserem Buch lautet »Les enfants terribles – Ideen zur Sexualität und Geschlecht um Oskar Kokoschka«. Dieser Aufsatz ist aus ihren Forschungen zu Karl Kraus, Berthold Viertel sowie zur Frauen- und Geschlechtergeschichte hervorgegangen, über die sie lange Zeit geforscht hat. Wer sich um 1900 in Wien kundig in die Debatten um Geschlecht und Sexualität einmischen wollte, der hatte reichlich Lesestoff zu bewältigen. Katharina Prager geht der Frage nach, inwiefern Kokoschka sich mit all diesen Theorien auseinandergesetzt hat. Um dies zu ermitteln, nimmt sie zwei Kreise unter die Lupe, die Kokoschka frequentierte und in denen man sich um 1900 geradezu obsessiv mit der sogenannten sexuellen Frage auseinandersetzte. Der Kreis um Erwin und Lilith Lang und der Kreis um Karl Kraus und Adolf Loos. 1904 begann Kokoschka als Lehramtskandidat sein Studium an der Wiener Kunstgewerbeschule, wo sich das gesamte künstlerisch fortschrittliche Potenzial der Donaumonarchie konzentrierte. Erst hier wurde er durch seinen gleichaltrigen Schulkollegen Erwin Lang erstmals in ein wichtiges Netzwerk der progressiven Wiener Szene eingeführt, nämlich in den Kreis um die drei Kinder von Marie und Edmund Lang. Marie Lang war eine zentrale Figur der österreichischen Frauenbewegung. 1908 wurde Kokoschka zum fixen Bestandteil der Kreise um Kraus und Loos. Hier waren Sexualität und Geschlecht schon seit Jahren ein zentrales Thema. Kraus hatte 1902 begonnen, Fragen von Sittlichkeit und Kriminalität aufzugreifen und vertrat ebenso progressive wie misogyne und vor allem sehr widersprüchliche Ansichten. Der Dichter und Regisseur Berthold Viertel, über den Katharina Prager viel gearbeitet hat, gehörte mit Kokoschka zur jüngeren Generation des Kraus-Kreises. So wie Kokoschka um 1908 der geistige Pflegesohn und Schützling von Adolf Loos war, so wurde Viertel um dieselbe Zeit der Protégé und Busenfreund von Kraus. Viertel und Kokoschka lebten einander zeitlebens oder blieben zeitlebens miteinander verbunden. Sie trafen sich wieder im Exil in London. Katharina Prager gelingt es, das Frühwerk von Kokoschka in diesem Kontext unter einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Bleiben wir beim Thema Geschlecht und Sexualität. Ich komme zu meiner Mitherausgeberin, Mitstreiterin, Kokoschka-Schwester, wie bereits angekündigt. Ja, es gibt so etwas wie eine Kokoschka-Familie, die heute nicht nur im Saal anwesend ist. Menschen aus der ganzen Welt, die fasziniert sind von seinem Werk, die ihn sehr gut kennen, die Werke von Kokoschka besitzen, die heute aus Jerusalem zuschauen, die aus Bukarest zuschauen. Bernadette Reinhold leitet seit 2008 das Oskar-Kokoschka-Zentrum und ist Seniorwissenschaftlerin am Institut Kunstsammlung und Archiv der Universität für angewandte Kunst.
Sie seit über einem Jahrzehnt forscht und publiziert sie zu Oskar Kokoschka. Seit einiger Zeit widmet sich Bernadette Reinhold der bekanntesten und meistbeachteten Episode aus Kokoschkas Leben, die von Hermine Moos nach seinen Beschreibungen angefertigte Puppe in der Gestalt von Alma Mahler. Wie Bernadette Reinhold selbst schreibt, gilt es inzwischen als ein wahrlich sportliches Unterfangen, die Fachliteratur sowie die wesentlichen Primär- und Sekundärquellen zu Kokoschkas Kunstfetisch und Sextoy, ich zitiere sie, zu überblicken. Keine Episode aus Kokoschkas Leben scheint das breite Publikum mehr fasziniert zu haben. Wer jedoch meint, dass deshalb zu diesem Thema bereits alles gesagt ist, der lese Bernadette Reinholds Beitrag mit dem Titel L'art pour l'artiste, Überlegungen zu Kokoschkas Puppe, ihrer Genese und Mythenbildung. Es sind diese hartnäckig tradierten Mythen, die Bernadette Reinhold in ihrem Beitrag zu dekonstruieren versucht. Den letzten Auftritt der Puppe, da haben wir das richtige Bild, den letzten Auftritt der Puppe in seinem Selbstbildnis an der Staffelei von 1922, das Sie hier sehen, deutet Bernadette Reinhold als bitterböse Clownerie, die den Schlusspunkt eines langen 10-jährigen Liebeskampfes markiert. Ich zitiere Bernadette, um auch einen Einblick in ihren schriftstellerischen Stil zu geben. Dieses Bild markiert ein schrilles, schonungsloses Finale und zugleich eine Allegorie der Malerei nach dem Parcours durch sämtliche Medien und Gattungen. Der Maler Kokoschka hatte das Thema des persönlichen Liebesleids, des Geschlechterkampfes mit der großen Puppenkomödie hinter sich gelassen. Als Übergangsobjekt, das über den Verlust der Geliebten hinweghelfen sollte, hatte der Fetisch ausgedient, seine Wirksamkeit entfaltet und war zuletzt überflüssig geworden. Was darauf folgte, war ein dadaistisches und surrealistisches Verständnis der Puppe und reiches Material für seine autobiografische, selbstironische Legendenbildung. Wir möchten nun fortsetzen mit einer weiteren Kostprobe aus Kokoschkas Schriften, durch eine Lesung von Ines Frieda Försterling. Es handelt sich dabei um viele Schriften, die noch gar nicht publiziert sind und die sich als Manuskripte, Typoskripte in der Zentralbibliothek Zürich befinden. Kokoschka über die Rolle der Frau und Mutter als Friedensstifterin. In seiner Schrift zur Via Lucis von 1934 beschwört Kokoschka die Rolle der Mutter als Friedensstifterin seit der Antike. Europa könnte Frieden haben, wenn dann nicht mehr das Schwert des faustischen Mannes die gesellschaftliche Situation bestimmte, wenn die Mütter der eleusinischen Mysterien, worunter man nicht die Einführung der Zöglinge in den Hokuspokus von Priesterzauberinnen, sondern in die Weisheit zu verstehen hat, wieder zu Wort kämen. Die Mütter, Erfinderinnen des Ackerbaus, der Tierzucht, der Handwerke und Künste, des gesellschaftlichen Lebens, hatten eben manche Geheimnisse mitzuteilen, die dem wilden Mann mysteriös waren und, wie man heute langsam einsieht, auch blieben. Die Mütter sollten sich des Rechtes auf Erziehung der Kinder auch in der Organisation der Volksschule besinnen, während sie heute wie eine unterworfene Rasse in der Kirche sowie im Staat zu schweigen haben. Mancherorts bekamen die Mütter jedoch einen Stimmzettel. Aus einem unveröffentlichten Manuskript Kokoschkas um 1935. Seitdem die Mutteridee nicht mehr im Mittelpunkt der Gesellschaftsordnung steht, konnten falsche Propheten die Menschen dazu erziehen, sich mit dem Leben als einer grandiosen Mystifikation abzufinden. Die abendländische Zivilisation stellt sich dem Einsichtigen als eine niedrige, blutige Komödie dar, in welcher der Mann, der Held, den gordischen Knoten mit dem Schwert löst. Die Unterdrückung des weiblichen Geschlechtes durch das männliche wurde gefühlsmäßig abgelehnt und führte zum Entstehen des Madonnenkultes in Südfrankreich schon im 5. Jahrhundert. In aufsteigender Linie bis heute ist die kultische Mutter nun fast zu göttlichen Ehren gelangt, zuerst und am nachhaltigsten an jenen Städten, wo die heidnische Mutter von Ephesos schon immer verehrt worden war. Im Jahre 1876 hat Papst Leo XIII. Den Glauben an die unbefleckte Empfängnis zum Dogma erhoben,
Der Tag der Himmelfahrt Mariens wurde offiziell als katholischer Feiertag eingeführt. Die matriarchalische Kultur ist essentiell eine Frauenfrage. Das Märchen vom Storch ist zur Beschwichtigung der kindlichen Vernunft von der patriarchalischen Zivilisation erdacht worden. Man hat selbst den Cäsarenpapst Silvester keine Kinder gebären sehen zeit seines Lebens. Aus einem unveröffentlichten Typuskript Kokoschkas von 1936. Das Wort Familia von Famus, Sklave, Diener im klassischen Latein, bedeutet das Eigentum des Mannes. In der Auffassung des römischen Rechtes besteht der Besitz des Mannes auch aus seinem Anhang, Weib, Kinder, Sklaven, Land und Gütern, belebtes und unbelebtes Eigentum. Das alles ist zusammengehalten unter der herrschaftlichen Autorität des ältesten männlichen Wesens, der ältesten aufsteigenden Linie. Die griechische Weisheit sagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Nun misst aber die zivilisierte Menschheit mit einem falschen Maße, wenn sie nur den Mann allein als Maßstab und Wertmesser und vor dem Weib auserwählt. Der große Schweizer Rechtsgelehrte Johann Jakob Bachofen hat im vorigen Jahrhundert die Existenz des Mutterrechts als eine kulturhistorische Tatsache für den mittelmeerländischen Kulturkreis entdeckt. Der Arzt und Anthropologe Robert Prifot stellt mit Staunen fest, dass noch heute weder in der Kirche noch im Staate noch in der Schule jener unbekannten Rasse der Mütter irgendwelche funktionelle Bedeutung zukommt, obwohl wir doch heute durch die Ethnographen wissen, dass mit Ausnahme des europäischen Kulturkreises das Mutterrecht in allen übrigen Kulturen der Welt eine lebende, vollkommen gültige Existenz führt. Die Rasse des unterdrückten Weibes, die Trägerin des Erbgutes, das durch Aberglauben jeder Art geschädigt wird, hat noch ihr Recht auf einen zukünftigen Völkergerichtshof zu suchen. Heute hat die Mutter in Europa noch keine Stimme, die sie gegen einen Kardinal abgeben dürfte, der die Kanonen des Bürgerkriegs segnet. Heute hat sie noch keine Autorität als wirtschaftliche Instanz, die von den Produzenten von Kriegswaren Rechenschaft verlangen kann. Heute vegetiert sie als Dame in der führenden Gesellschaft und in Kirche, Küche und Kinderstube verbannt, ist sie ein Nichts gegenüber dem leuchtenden Symbol jener faschistischen staatlichen Autorität, welche die Kriegsrüstung im Namen der Kulturaufgabe vertritt. Wir wissen mit den Müttern, dass die Menschheit keiner Jahrhunderte mehr bedarf, um auf ihre Vernichtung zu warten, wenn sich nicht in allerletzter Stunde die Mentalität aller Männer, aber vor allem jener für das politische Geschick Europas Verantwortlichen, im Grunde ändert. Die Frau genießt in der Gesellschaft, in der sie nicht eine funktionelle Daseinsberechtigung hat, vorläufig nur zwei Ausnahmestellungen. Da ist die Frau, welche die Existenz der Dame führt, und die Frau, die ihren Lebenskreis in der Fabrik mit den Männern teilt, die man Proletarier nennt. Die Henne ist kein Vogel und das Weib ist kein Mensch, sagte einst ein russisches Sprichwort. Mulia taceat in Ecclesia, die Frau schweige in der Kirche, sagen noch heute die Kirchenväter. Auf dem Felsen auf dem Petrusstuhl steht, befand sich schon in den Zeiten, bevor den orientalischen Priesterkönigen ein geschichtliches Unrecht geschah, bevor die Cäsaren sich deren Priesterhut aufstülpten, den in legitimer Erbfolge dann die Päpste und deutschen Kaiser reklamierten, ein Frauenheiligtum. Solche Grotten gibt es aber überall in der Welt und sie sind auch bewahrt von guten Feen der Märchen für den, der die Augen an einem glücklichen Tag aufgemacht hat. Möge der Zauber der Feen, der holden Frauen, der Ehrenmadonna von den Deutschen vor allem wieder verstanden werden, da der böse Zauber der Hohepriester, Führer und Staatsmänner die Wiesen und Äcker in eine Welt voll Grabsteinen verwandeln will. Auf einer österreichischen Münze ist zum ersten Mal seit 2000 Jahren in unseren Landen das Bildnis der Magna Mater geprägt worden. Es ist belanglos, welche Spekulation dazu geführt hat. Wichtig bleibt die Tatsache, dass man in der geistigen Krise und der wirtschaftlichen Depression den Glauben an die Göttlichkeit der Mutter für das fehlende Silbergewicht auch in der staatlichen Scheidemünze hinzutun muss. Dann kommen wir jetzt zum Thema des Theaters, Kokoschka als Bühnenautor. Der erste Beitrag, den ich zu diesem Thema vorstellen möchte, ist von Anna Stuhlfacher. Der Name Anna Stuhlfacher ist seit vielen Jahren ebenfalls eng mit dem Namen Oskar Kokoschkas verbunden. Seit 2014 ist sie die Kuratorin der Sonderausstellungen im Kokoschka-Haus in Pöchlarn.
Ihre augenblickliche Ausstellung Oskar Kokoschka aus der Perspektive eines Sammlers ist noch 2 Tage lang zu sehen. Ich sehe die Plakate im Hintergrund. Bis 26. sogar. Und wurde sie verlängert? Aha, nein. 26. Die Finissage ist. Genau. Ja. Entschuldigung. Am Sonntag ist die Finissage. Mhm. Anna Stuhlfacher hat in den letzten Jahren viel zu Kokoschkas Rolle als Bühnenautor von Theaterstücken geforscht und geschrieben. Der Titel ihres Aufsatzes spielt bereits auf Kokoschkas Anspruch an, ein Pionier des expressionistischen Theaters zu sein. Er war da, bevor es einen Expressionismus gab. Oskar Kokoschka, ein Pionier des expressionistischen Theaters. Bei dem ersten Teil des Titels handelt es sich um ein Zitat aus einer Theaterrezension von Kamil Hoffmann aus dem Jahr 1917. Der Aufsatz von Anna Stuhlfacher untersucht eingehend Anregungen, die Kokoschka in seine Uraufführung von Mörder, Hoffnung der Frauen einfließen ließ, wie zum Beispiel den modernen Ausdruckstanz, die legendäre Inszenierung von Richard Wagners Tristan und Isolde an der Wiener Hofoper von 1903 durch Gustav Mahler in Zusammenarbeit mit dem Kostüm- und Bühnenbildner Alfred Roller. Aus Archivalien aus dem niederösterreichischen Landesarchiv zitiert Anna Stuhlfacher bisher unbekannte Gründe, warum Kokoschkas Brennender Dornbusch 1913 an der Neuen Wiener Bühne nicht aufgeführt werden durfte. Der schockierte Zensurbeirat konnte aus diesem Stück, ich zitiere, nur eine Reihenfolge brünstiger, aus der Geschlechtsgier hervorgehender Ausrufungen heraushören, welche die Sinnlichkeit in hohem Grade aufzuregen bezwecken und bei geeigneter Darstellung diesen Zweck möglicherweise auch erreichen. Die Aufführung war somit abgeblasen. Die Aufführung von Sphinx und Strohmann in der Galerie Dada in Zürich im Jahr 1917 bezeichnet die Autorin als Happening und unterstreicht dessen wichtige Vermittlerfunktion für die Geschichte des Theaters. Dann kommen wir zum zweiten Beitrag über das Theater. Genau, ich darf mich hier gleich anschließen mit der Vorstellung des Aufsatzes von Barbara Lesak, die auch heute hier unter uns ist. Sie ist Theaterwissenschafterin und war viele Jahre oder Jahrzehnte eigentlich im Wiener Theatermuseum für die Sammlung von Theaterzeichnungen und anderer wichtiger Bestände verantwortlich. Wissenschaftlich und natürlich auch vermittelt über Ausstellungen hat sie immer und arbeitet weiterhin auch an der Schnittstelle zwischen bildender Kunst und Theater, auch Musik, und hat Pionierarbeit etwa bei der Wiederentdeckung des Visionärs Friedrich Kieslers geleistet, aber auch zum russisch-sowjetischen Theater und so weiter. Es freut mich sehr, dass wir Sie gewinnen konnten als Autorin für unser Buch und sie uns ihre Expertise zur Verfügung gestellt hat. Wenn wir gerade von der Bedeutung der frühen Theaterarbeit Kokoschkas gehört haben, so darf natürlich nicht angenommen werden, dass diese im luftleeren Raum stattgefunden hat. Mit expressionistisches Theater auf Wiener Bühnen und vor allem mit dem Untertitel, der schon einiges erklärt, zwischen Nachahmung und Eigenständigkeit, wird klar, dass sich die heimische und vor allem die Wiener Theaterszene hinsichtlich der Rezeption des Expressionismus sehr deutlich von Deutschland unterscheidet, wo dieses ein ganz zentrales Element der Avantgarde war. In Wien war es wohl, wie Barbara Lesak schreibt, ein Theaterexpressionismus-Light. Und so hat Kokoschka zwar schon sehr früh, also vor 1910, einige Stücke auf experimentellen Kleinbühnen zur Aufführung gebracht. Seine größeren Werke feierten aber eigentlich im Großen und Ganzen nur in Deutschland große Erfolge und auch große Skandale. Aber in Wien fanden sie eigentlich keinen Boden. Nach neuesten Forschungen wissen wir, dass zwar expressionistische Stücke, also abgesehen von Kokoschka, auf kleineren Bühnen immer wieder zu sehen waren, vor und während des Ersten Weltkriegs. Es sind aber wenig eigenständige Positionen darunter zu finden, so wie Barbara Lesak das sehr anschaulich schildert. Entscheidend in unserem Kontext ist natürlich der Einfluss, den die expressionistische Malerei auf das Theater hatte, und exemplarisch zeigen wir hier auf der Folie aus ihrem Aufsatz den Bühnenbildentwurf von Kari Hauser für Franz Theodor
Jokors Die Rote Straße oder eben die visionäre Raumbühne Friedrich Kieslers, auf der Paul Frischauers Im Dunkel gespielt wurde. Als sehr viel nachhaltiger erwies sich der Input expressionistischer Stücke, und das wissen wir vielfach hier ja ohnehin, im Musiktheater. Wir wissen, die Opern von Alban Berg, Schönberg, Schreker, Welesch und so weiter hatten einen großen Impact und vor allem auch dann auf die deutsche Szene. Ich möchte gleich einen Sprung, also eine Verzahnung, die wir hier auch in unserem Buch haben, zwischen Theater einerseits und der Wirkungen der Rezeption im außereuropäischen Raum zu sprechen kommen und gleich das nächste Kapitel und auch den nächsten Beitrag starten. Hier spielt auch das expressionistische Theater und also letztlich auch Kokoschkas Arbeit eine ganz wichtige Rolle. Ich freue mich noch einmal, Günter Berghaus hier begrüßen zu dürfen. Er ist Theaterwissenschaftler und Theatermacher in einem. Er war langjährig oder jahrzehntelang Professor in Bristol und Gastprofessor an vielen sehr wichtigen europäischen, nord- und südamerikanischen Universitäten. Er ist unter anderem Herausgeber etlicher Bücher, auch zum Futurismus, und sein Forschungsspektrum rund um das Theater würde hier jetzt, also ist enorm groß und würde hier, da könnte ich jetzt sehr lange dazu reden, und es ist auch extrem spannend. Wir hatten das große Glück, bei der erwähnten Theaterausstellung in Pöchland vor einigen Jahren einmal einen ganzen Abend mit deiner Arbeit dazu zu haben und auch mit dir darüber zu diskutieren. Ich möchte nur sagen, wir haben auch in dem Buch etliche im Original in Englisch verfasste und auch einen französisch verfassten Text, und ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für die tolle Übersetzung und Übertragung vom Englischen ins Deutsche durch Christine Blunger und Regina Thaler bedanken. Das ist bei Günthers Aufsatz der Fall, aber auch bei Kies Holz, Luzi Wasensteiner und Regine Bonfoy hat den französischen Aufsatz, da kommen wir dann noch zu sprechen, von Aglaia Kempf übersetzt. Doch jetzt zurück, wir konzentrieren uns hier auf ein ganz besonderes Kokoschka-Projekt, das Günter Berghaus 1997 in Rio de Janeiro buchstäblich auf die Bühne gebracht hat. Wenig bekannt ist, dass es in Südamerika eine sehr starke Expressionismus-Tradition gibt, die, und hier sind wir wieder mitten in der Exilgeschichte, über die vielen aus Nazi-Deutschland geflohenen Bühnenkünstler und Bühnenkünstlerinnen, auch Tänzerinnen und so weiter, etabliert wurde. Das kann man alles sehr gut nachlesen. Berghaus war Gastprofessor an der Universität in Rio de Janeiro und hat in einem groß angelegten Projekt zu den expressionistischen, also diese expressionistischen Wurzeln in Brasilien nachgespürt und letztlich auch mit den Studierenden dort, also in einer Doppelfunktion Theaterwissenschaft und direkt Regie oder Theaterarbeit, Kokoschkas Mörderhoffnung der Frauen von 1909 aufgeführt. Ich möchte Ihnen jetzt kurz einige Minuten aus dem Dokumentationsvideo zeigen. Es handelt sich in mehrfacher Hinsicht um einen Cultural Transfer, also einerseits der Transfer des expressionistischen Theaters von Europa nach Südamerika, nach Brasilien, und dort dann noch einmal einen Transfer, also eine Übersetzung oder auch eine Einbettung in die eigenen Traditionen. Sie sehen, also in dem Ausschnitt, den wir da ausgewählt haben, das quasi archaische Setting, in dem der Mann und die Frau mit ihrem Gefolge aufeinandertreffen. Es ist so eine, wir haben Bachofen, wurde schon erwähnt, also einen Clash, ein Zusammentreffen des Matriarchats und des Patriarchats. Und Sie erinnern sich ja auch an die Lesung, die wir gerade gehört haben. Es wird Sie vermutlich ebenso wenig wie mich stören, dass hier Portugiesisch gesprochen wird. Man hat sich für den Schönbergschen Sprechgesang entschieden, soweit ich mich erinnern kann. Und ganz wichtig ist hier auch die Traditionen des Candomblé zu beachten, der für ungeübte Augen oberflächlich als ein sehr eher tänzerischer Zugang hier sichtbar wird, der sich aber aus der langen Tradition und verwurzelten Tradition religiös-spiritueller Praxis, der Trance-Praxis in Brasilien hier speist. Es kommen aber auch eben Indogene und vor allem über die nach Brasilien verschleppten afrikanischen Sklavenpraktiken zutage, die stundenlangen Körperbemalungen mit Erd- und Naturfarben, Sie werden das dann sehen,
waren, also ein Teil dieser Initiation, kann man sagen, also dieses Warm-up, wird man halt im Euro, wird man bei uns sagen, aber auch in so einem ganz bestimmten, intensiven, sage ich jetzt mal, expressiven Zustand überhaupt einzusteigen. Und bitte beachten Sie, trotz der technischen Übertragung, die immer so ein Mittel auch der Dissoziation ist, die Omnipräsenz dieser unglaublichen Sinnlichkeit, das hatte 42 Grad, so werde ich mich erinnern bei der Aufführung damals, der Sinnlichkeit dieser starken Körperlichkeit, aber auch dieses Umschlagen oder ich würde eigentlich fast sagen, dieses Innewohnen auch der Gewalt, also Geschlechterkampf on stage. Bitte. Herzlichen Dank. Sie können das alles auf YouTube, Günther Berghaus, Kokoschka, werden Sie das sofort finden. Wahrscheinlich in einer unmittelbareren Übertragung mit Ton und Bild. Aber Sie haben ein bisschen einen Einblick gekriegt in diese Intensität
die es bei dieser Aufführung gab. Nun, wir bleiben im Buch weiter bei den außereuropäischen Kontexten und das geht und dreht sich auch in Kokoschkas Werk und auch in seinem Interesse natürlich in andere Richtungen. Und so freut es mich, dass wir Aglaja Kempf auch mit einem Aufsatz in unserem Buch vertreten haben, und zwar mit Kokoschka, zu Kokoschka und Japonismus. Bekanntlich war die Rezeption außereuropäischer Kunst und Kultur natürlich unter kolonialen Vorzeichen in der Moderne enorm wichtig. Speziell die japanische Kunst wurde ja, wie wir wissen, in der Wiener Moderne sehr stark aufgenommen und rezipiert und natürlich auch von Kokoschka. Er hatte sich aber in seinem Frühwerk, wie wir wissen, intensiv mit chinesischer Kunst, mit persischen Miniaturen, aber auch mit Märchen, Schatten- und Puppentheater aus dem vorderasiatischen Raum auseinandergesetzt. Aglaja Kempf, die heute leider nur virtuell mit dabei ist, ist Kunsthistorikerin und war viele Jahre am SIKA, dem Schweizerischen Institut für Kunstgeschichte, tätig. Sie ist unter anderem Expertin für Künstlerarchive und ist seit 2016 Konservatrice der Fondation Oskar Kokoschka in WW, also einer unserer Kokoschka-Schwesterorganisationen. Was an ihrem Beitrag so besonders ist, dass auch das spätere Schaffen Kokoschkas hier in den Blick genommen wird und Kokoschka den Künstler auch als Sammler zeigt, also nochmal eine ganz andere Facette hineinbringt. Und Sie sehen hier Kokoschka in seinem Garten im Kimono, den hatte er vom Pianisten Wilhelm Kempf geschenkt bekommen, und daneben einen Holzschnitt von Kikugawa Aizan, ein Blatt aus seiner sehr umfangreichen Sammlung an japanischen Holzschnitten und von japanischen Großmeistern. Und generell hatte Kokoschka, kann man sagen, eine recht schöne Japonika-Sammlung. Auch im Spätwerk blitzen bei ihm immer wieder Motive, Formeln und formale Inputs auf, die unzweifelhaft auf sein Interesse und seine Beschäftigung mit diesem Kunst- und Kulturkreis zurückzuführen sind. Dann kommen wir jetzt in die USA. Wie schon gesagt, die Kokoschka-Familie ist sehr groß. Kommen wir zu Keith Holtz. Der Professor für Kunstgeschichte der Moderne und Gegenwartskunst an der Western Illinois University ist. Seit vielen Jahren forscht er über das politische Werk von Oskar Kokoschka, ein Künstler, über den er bereits zahlreiche Untersuchungen publiziert hat. Ich erinnere mich, dass wir zum ersten Mal 2010 zusammengearbeitet haben. Das war auch meine Premiere der Zusammenarbeit mit Bernadette, als wir in der Zentralbibliothek Zürich eine Ausstellung gemacht haben mit dem Titel Spur im Treibsand, Oskar Kokoschka neu gesehen, mit Beiträgen von Bernadette und Keith Holtz. Der Titel des Beitrags von Keith Holtz lautet Oskar Kokoschkas Amerika-Kampagne. Dabei deutet der Begriff Kampagne bereits Kokoschkas Vorgehen an. Der Künstler entwickelte nach dem Zweiten Weltkrieg aktiv Strategien, um sowohl die amerikanischen Museen als auch den Kunstmarkt und die Kunstkritik in den USA für sein Werk zu gewinnen. Wie Keith Holtz zeigt, konnte der Künstler dabei auf die Hilfe von Kunsthändlern wie Hugo Feigl, Kurt Valentin oder Otto Kallier zählen, die vor den Nazis nach New York geflohen waren und die bereits vorher in Wien, Berlin oder Prag Kokoschkas Werk vertreten hatten. Aus der umfangreich erhaltenen Korrespondenz des Künstlers mit seinen Helfern in den Vereinigten Staaten rekonstruiert der Autor verschiedene Vorgehensweisen Kokoschkas, um seine Rezeption in den USA voranzutreiben. Wie? Vereinbarungen mit europäischen Kunsthändlern in New York und Europa über die Ausstellung, die Bewerbung und den Verkauf seiner Bilder sowie deren Platzierung in führenden amerikanischen Museen und Privatsammlungen. Die Kontaktpflege mit Museumsdirektoren, Museumskuratoren für zeitgenössische Kunst in amerikanischen Kunstmuseen mit dem Ziel, dass seine Werke dort ausgestellt, gefördert und erworben werden. Bemühungen um Porträtaufträge amerikanischer Kunstmäzene und deren Familien, Spendenaktionen für humanitäre Anliegen durch die amerikaweite Ausstellung von drei seiner großformatigen Gemälde, wie die Quelle, das Doppelporträt von Thomas Masaryk, dem Präsidenten der Tschechoslowakei, mit Comenius, das wir bereits gesehen haben, und das Werk What We Are Fighting For.
Nicht zuletzt der Kunstunterricht an amerikanischen Colleges, wo Kokoschka versuchte, seine Ideen der Jugend zu vermitteln. Kokoschka gab sich in den USA als der Grand Old Man der europäischen Malerei aus. Dabei unterstreicht Kiesholz, dass Kokoschka in den USA bewusst auf seine frühe Selbstinszenierung als Enfant terrible, als Bürgerschreck verzichtete, um ein neues Bild von sich selbst zu vermitteln, und zwar das Bild des Humanisten und des Erziehers der Jugend. Diese neuen Rollen, die Kokoschka in den Vereinigten Staaten annahm, halfen ihm dabei, nicht nur seinen eigenen Ruhm und den Absatz seiner Bilder in Amerika zu befördern, sondern auch Geldmittel für einige der ärmsten und schutzbedürftigsten Überlebenden in Europa der Nachkriegszeit zu beschaffen. Also er predigte nicht nur Humanismus, Kiesholz zeigt, dass er sich humanitär sehr stark engagierte, und dies nicht zuletzt aus dem Verkauf von Werken, die ihre Käufer in den USA gefunden hatten. Dann komme ich jetzt zum letzten Beitrag, den wir vorstellen möchten. Birgit Kirchmeier, die auch in diesem Raum heute dabei ist, darüber freuen wir uns sehr. Birgit Kirchmeier ist Historikerin und assoziierte Professorin am Institut für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Sie hat sich zum Thema Autobiografik österreichischer Künstlerinnen und Künstler im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft zwischen 1900 und 1945 habilitiert. Aus ihrer Habilitationsschrift ist auch die Studie in diesem Buch entstanden. Zur Legende vom Künstler, einige Anmerkungen zu Oskar Kokoschkas autobiografischem Leben. Der Titel enthält bereits die beiden methodisch-theoretischen Konzepte, mit denen sie sich den biografischen Texten von und über Oskar Kokoschka annähert. Erstens, das auf die Wiener Kunst- und Sozialwissenschaftler Ernst Kries und Otto Kurz zurückgehende Konzept der Legende vom Künstler. Zweitens, das Konzept des autobiografischen Lebens, das der amerikanische Kulturhistoriker Karl Pletsch aus seiner Beschäftigung mit der Tradition der Geniekonstruktion heraus entwickelt hat. Birgit Kirchmeier untersucht Kokoschkas Strategien der Selbstkonstruktion mithilfe dieser beiden theoretischen Modelle. Zur Person oder zum Habitus eines Genies gehören die autobiografische Selbstbespiegelung sowie das Bewusstsein über das eigene autobiografische Handeln, das Pletsch als Autobiographical Consciousness bezeichnet. Dieses Bewusstsein ist nach Pletsch nicht nur ein gegenwärtiges, es bezieht auch bereits ein posthumes Bild ein. Der Künstler führt somit ein Leben, ich zitiere, in Erwartung seiner Biografen. Birgit Kirchmeier ist es in ihrem Beitrag gelungen, diese biografietheoretischen Modelle am Beispiel von Oskar Kokoschka nachzuweisen. Der Künstler war sein Leben lang sehr erfolgreich darin, sein biografisches Künstlerbild selbst zu kontrollieren und dieses seinen Biografen und Biografinnen aufzudrängen. Hiervon zeugt vor allem die 1947 in London erschienene Kokoschka-Monographie von Edith Hoffmann. Viele der auf diese Weise verbreiteten Narrative lassen sich mit jenen in Einklang bringen, die Kurz und Kries in der Legende vom Künstler beschreiben. Autobiografische Konstruktion, sowohl zur Findung und Bestimmung der eigenen Künstleridentität, wie auch als Bild nach außen, war für Kokoschka zeitlebens von zentraler Bedeutung. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben wirklich Lust bekommen, auch unser Buch zu lesen und natürlich auch zu erwerben. Hinten ist der Büchertisch. Aus seltsam bekannten Gründen können wir leider nicht mehr nachher groß zusammenstehen. Ich danke Ihnen trotzdem fürs Kommen. Ich danke auch allen, die uns gefolgt sind via Livestream. Und
Letzter Hinweis noch einmal, wenn Ihre Lust auf Kokoschka noch nicht gestillt ist, am Sonntag können wir uns im Pöchlern wiedersehen bei der Finissage, auch mit Lesung und Konzert mit Burgschauspieler Robert Reinagel und dem Duo Stippich und Stippich. Und sonst wünsche ich Ihnen noch einen ganz wunderbaren und sehr anregenden Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.